Die optimale Nutzung der Sonnenenergie mit ausgereifter Technik und geringstem Aufwand. Das ist die Firmenphilosophie von Solvis und die ist auch ein Vierteljahrhundert nach Gründung noch gültig. Mitte Juni 2013 feierte der Solarenergie-Pionier aus Braunschweig mit rund 700 Mitarbeitern, Kommanditisten, Kunden und Gästen aus Politik und Wirtschaft 25-jähriges Bestehen. Zum Auftakt der Veranstaltung überbrachte Bundesumweltminister Peter Altmaier seine Glückwünsche per Video-Live-Schaltung. Altmaier lobte Solvis für die Kreativität und Entschlossenheit bei der Entwicklung und Umsetzung innovativer Konzepte. Er zeigte sich von den Solvis-Produkten so angetan, dass er laut darüber nachdachte, mit gutem Beispiel voranzugehen und seine 17 Jahre alte Ölheizung zu modernisieren. Im Anschluss gab es auf dem Solvis-Forum verschiedene Fachvorträge. Dr. Markus Miele, Geschäftsführer des gleichnamigen Unternehmens, präsentierte das Projekt Wäsche trocknen mit Solarwärme, das in Kooperation mit Solvis entstand. Seiner Einschätzung nach werden in Zukunft Haushaltsgeräte mit Wärmeanschluss eine wichtige Rolle spielen. Die hohen Einsparpotenziale der Solvis Max Solarheizungen stellte Dr. Johannes Hengstenberg von CO2 Online vor. Privathaushalte und kleinere Unternehmen profitieren durch die Beratung des unabhängigen Portals nicht nur finanziell, sondern tragen auch aktiv zum Klimaschutz bei. Die Neuerungen von Solvis wurden nicht nur auf der Leinwand präsentiert. Auf der Hausmesse konnte das fachkundige Publikum Hand anlegen, fragen und fachsimpeln. Gründer und Solvis-Geschäftsführer Helmut Jäger sieht das größte Innovationspotenzial bei den Energiespeichersystemen. Darauf wird sich Solvis zukünftig verstärkt konzentrieren. Wir haben in diesem Jahr eine neue Wärmepumpe ins Programm aufgenommen. Wir werden in Zukunft daran arbeiten, Langzeitspeicher, Saisonspeicher in den Markt einzuführen und weiterzuentwickeln. Denn das Thema der Zukunft für erneuerbare Energien ist das Speicherthema. Neuerungen bei Solvis-Produkten stellte Produktmanager Günter Kasper in seinem Vortrag vor. Besonders die Effizienzsteigerung von Solarprodukten ist ein wichtiges Thema. Unser Bestreben ist, in Zukunft die Sonnenwärme noch effizienter zu machen, noch deutlicher in den Vordergrund zu bringen, dass Solarwärme sich richtig rentiert und dass Solarwärme ein Beitrag ist, die Betriebskosten bzw. die Heizkosten zu minimieren. Solvis-Geschäftsführer Klaus Henning Terschüren ist überzeugt, dass nach den Regentagen in der Branche auch wieder Sonnentage kommen werden. Wir haben ja jetzt sehr viel auf der Kostenseite getan. Wir nutzen die Krise, um uns besser aufzustellen und vorzubereiten für das, was kommt. Und dass irgendwann wieder ein Schub kommt, wie wir ihn 2006 oder 2008 erlebt haben, dafür bin ich felsenfest überzeugt. Die Jubiläumsfeier fand ihren musikalischen Abschluss mit dem Auftritt der Lokalmatadoren von Sweetie Glitter. Bis in den frühen Morgen läuteten sie mit Rock'n'Roll die nächsten 25 Jahre Solvis ein.